Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen bei Deutsch mit Martin. Heute ist Freitag und ich möchte euch mal ganz herzlich aus Leipzig grüßen. Bis jetzt war es eine sehr schöne Woche. Ihr seht ja, die Sonne scheint und langsam kommt der Frühling. In dieser Woche haben wir auch zwei neue Lehrerinnen bekommen. Das ist die Fulya und die Shima. Die sprechen zum Beispiel auch Türkisch bzw. Arabisch. Und darüber freue ich mich wirklich sehr. Was ist noch Wichtiges passiert? Ich hatte wieder viel Unterricht mit ganz vielen verschiedenen Schülern. Schüler in Südamerika, Schüler in den USA, in Vietnam, ganz viele Schüler in Deutschland, Schüler in Bosnien. Also aus ganz vielen Ländern. Und das macht mich auch immer sehr glücklich. Ich möchte heute mit euch aber auch über ein sehr wichtiges Wort sprechen. Und dieses Wort heißt noch. Sehr oft höre ich von meinen Schülern, ich kann nicht sprechen, ich kann nicht gut hören, ich kann nicht gut lesen, ich kann nicht gut schreiben. Und dann sage ich zu meinen Schülern, da fehlt ein kleines Wort. Ich kann noch nicht gut sprechen. Ich kann noch nicht gut schreiben. Ich kann noch nicht gut lesen. Ich kann noch nicht gut hören. Ich möchte euch einen ganz einfachen Satz sagen, aber manchmal muss man diesen Satz hören. Ihr schafft das. Ihr könnt das. Wenn ihr mal nicht so viel Energie habt, denkt daran, dann lernt ihr heute nur 20 Minuten und morgen ein bisschen mehr. Aber ihr könnt das und manchmal braucht ihr auch Geduld. Ich wünsche euch also ganz viel Motivation, ganz viele gute Kontakte und genießt den Frühling, der jetzt kommt. Geht ein bisschen raus, geht ein bisschen spazieren. Wenn ihr wollt, schaut doch auch mal auf die Seite deutschmitmartin.org und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Tschüss!